Hallo zusammen. Hey Jörn, was machst du denn hier? Hallo lieber Zuschauer von 0815barbecue.com. Du hast ihn nicht verklickt, das ist das Video von der griechischen Bacon Bomb. Ich bin Jörn und ich wollte dich eigentlich nur kurz auf meinen neuen Kanal hinweisen, Barbecue aus Rheinhessen, der quasi neue Kanal von Udenheim Barbecue. Ich würde mich freuen, wenn ich dich dort als Abonnent begrüßen dürfte. Dafür kannst du jetzt hier oben auf den Link klicken, der führt dich zu dem neuen Kanal. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Markus Bacon Bomb aus Griechenland und es ist Zeit, den Grill anzuschmeißen. Bis dahin. Okay, ihr habt's gehört. Alle hingehen und Jörns neuen Kanal abonnieren. Kommen wir zu griechischen Bacon Bomb. Wir beginnen mit einem Netz aus Bacon. Das Ganze mal hier im Schnelldurchlauf. Das sind etwa 3 oder 4 Pakete. Das ist den meisten von euch sicherlich bekannt, wie man da ein kleines Netz mit webt. Das ist die Basis. So, wenn das Bacon-Netz halbwegs fertig gewebt ist, schnappen wir uns etwa 1 Kilo Hack. Das hier ist gemischtes Hack vom Rind und Schwein mit einer ordentlichen Mischung Barbecue Rub. Das Ganze kneten wir durch. Der Rest ist sehr einfach. Einfach die Hackmasse auf unserem Bacon-Teppich verteilen. Wenn man das Ganze halbwegs dünn hinbekommt, kann man das am Ende auch sehr einfach aufrollen. Das Schöne an so einer Bacon Bomb ist, dass der Kreativität mal wieder keine Grenzen gesetzt werden. Hier etwas Barbecue-Soße, dann milde Peperoni eingelegt aus dem Glas in dem Fall. Eine ordentliche Portion Feta-Käse, das Ganze plattgedrückt und aufgerollt. Es gibt ja mittlerweile schon Videos von einer deutschen Füllung mit Sauerkraut. Ich habe auch schon mal eine italienische gemacht. Die findet ihr auf meinem Blog. Das ist übrigens einer der beliebtesten Blogartikel auf meinem Blog überhaupt. Italienische Bacon Bomb. Probiert es einfach aus. Noch etwas mehr mediterranen Flavor bekommen wir, wenn wir jetzt etwas getrockneten Oregano mit noch in diese Bacon Bomb mit reinkriegen. Ich streue hier etwa 2 Teelöffel getrockneten Oregano über die Bombe. Damit man es besser aufrollen kann, drücke ich es noch etwas in das Mett und dann einmal komplett drehen. Man kann theoretisch jetzt versuchen, nur das Hack zu drehen und den Bacon-Mantel außen lassen. Jetzt ist er hier ein bisschen kaputt gegangen, das macht aber gar nichts. Ich habe es dann einfach mit dem Bacon zusammen eingewickelt. Wichtig, dass man die Enden verschließt, damit da nicht sofort der Käse rausläuft. Und dann das Ganze wieder etwas mit Barbecue Rub von außen noch einmal behandeln. Am besten von allen Seiten. Wir machen die Bacon Bomb so, wie ich es am liebsten habe, low and slow. Der Monolith ist schon vorgeheizt, jetzt kommen etwas Cook-in-Wood Späne dazu vom Brandy-Fass. Dann sieht man, dass wir den Grill auf indirekte Hitze vorbereitet haben, also mit einem Deflektorschild. Dann haben wir eine kleine Auffangschale unter der Bacon Bomb und dann geht's los. Der Grill ist jetzt eingeregelt auf ca. 110 Grad. Und zwischendurch bepinseln wir diese mit Barbecue-Soße. Ich nehme die Bombe vom Grill, wenn sie in etwa eine Kerntemperatur von 68 Grad erreicht hat. Für die, die es noch nicht gesehen haben, der Monolith hat so ein Feature, dass man, wenn der Rauch etwas nachlässt, dass man durch eine Öffnung Holzchips über eine Schiene direkt in die Feuerbox schieben kann. Das finde ich sensationell und das benutze ich auch sehr, sehr gerne. Ja, es kann nicht schaden, die Bombe auch ein zweites und ein drittes Mal zu glasieren, bis sie dann komplett fertig ist. Und so sieht das gute Stück aus, wenn es fertig ist.
Wenn ihr das riechen könntet, sensationell. Während ich hier schneide, bedanke ich mich bei Jörn für den Einspieler und den kurzen Besuch. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wer möchte, kann einen Kommentar hinterlassen oder auf Like klicken. Diese Bombe ist auf jeden Fall nicht schlecht. Hier noch ein paar Anschnittbilder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verweise mal wieder auf meinen Blog 0815barbecue.com und meine Fanseiten Google+, Twitter, Facebook und Co. Ich bin raus, euer Markus.